Ach nee, hier ist es kalt, nass und eklig. Was zur Hölle hat uns nur hierher verschlagen? Naja gut, wahrscheinlich dasselbe, was wir in World of Warcraft immer machen. Wir wollen einfach mal ein paar Monster verkloppen. Und zwar da drin. Das hier ist die Hauptstadt der Gnome, Gnomeregan. Da sind allerdings überhaupt keine Gnome drin, sondern ein Haufen Monster, die die Stadt überrannt haben. Hier sehen wir noch einige Gnome aus der Stadt flüchten. Wir flüchten natürlich nicht, sondern gehen rein. Und weil da ziemlich viele Monster drin sind, haben wir auch einen Kumpel mitgebracht. Der duelliert sich da vorne schon mit den ersten. Der gute Mann ist Paladin und kann uns auch heilen, wenn es mal hart auf hart kommt. Wir selbst sind Nachtelfe und Jägerinnen. Und wie für Jäger üblich, haben wir uns auch ein gezähmtes Tier angeschafft. Und zwar den stattlichen Tiger. Wir selbst besitzen eine Armbrust und können damit im Fernkampf zuschlagen, während der Tiger die Gegner im Nahkampf beschäftigt. Unser Kumpel hier hat übrigens auch eine kleine Katze dabei. Die sehen Sie hier rechts neben dem Tiger. Den obligatorischen Witz, dass unser Kätzchen ja wohl ein bisschen größer ist, konnten wir uns an dieser Stelle dann doch nicht verkneifen. Aber naja gut, Größe ist ja nicht alles. Außerdem ist die Katze unseres Kumpels ein Haustier. Das können Sie bei Händlern kaufen. Das kämpft nicht, das dient nur zur Zierde. Unseren Tiger hingegen müssten wir erst in freier Wildbahn fangen und zähmen. Dafür dürfen wir ihm bei Trainern aber auch nette Spezialfähigkeiten beibringen. Zum Beispiel Klauenangriffe. Schau mal einer an. Tief unter Gnomeregan treffen wir auf eine Instance. Das wabernde Tor da vorne. Eine Instance ist ein Levelabschnitt, in dem unsere Gruppe ganz unter sich ist. Andere Spieler können hier nicht eindringen. Denn für jede Gruppe wird eine eigene Kopie des Levels erstellt. Unser Kumpel hat hier übrigens einen gefallenen Freund entdeckt, den wir soeben standesgemäß beweint haben. Aber jetzt, auf in die Instanz. Naja, das war klar. In dem Mini-Dungeon gibt's natürlich wieder massenweise Monster. Wenn unser Kumpel oder wir selber magische Gegenstände finden, dann würfeln wir darum. So wie hier bei diesem magischen Schwert. Ah, Glück gehabt. Wir würfeln eine 68 und gewinnen die Klinge. Aber trotzdem, irgendwie dauern Dungeons, macht doch ein bisschen Depri. Wir gehen jetzt mal an die frische Luft. Und zwar führt uns ein Greifenflug hierher ins idyllische Dörfchen South Shore. Ja, richtig nett hier. Mit grünen Bäumen, grünen Wiesen. Und was ganz wichtig ist, kein bisschen Schnee. Aber, irgendwie, so lange hält's uns hier trotzdem nicht, denn unser eigentliches Ziel liegt nördlich von hier in den Bergen. Und da gehen wir doch jetzt mal hin. Unser Weg führt uns hierhin nach Gallows Corner, denn hier gibt's lukrative Beute, und zwar diese Oger. Das Kampfsystem funktioniert übrigens wie in allen anderen Online-Rollenspielen auch. Über die Icon-Leiste am unteren Bildschirmrand rufen wir per Mausklick oder Hotkey Angriffsarten auf. Hier haben wir gerade unseren Tiger befohlen, den Gegner anzugreifen und wollten selbst mit der Armbrust schießen. Aber na gut, Mist. Das Viech hat die Lunte gerochen und greift uns direkt an. Naja, macht aber auch nichts. Jetzt ist er erledigt. Das hast du gut gemacht, liebe Jägerin. Dafür darfst du dich auch ein bisschen ausruhen und wir wenden uns einem anderen Charakter zu. Und da ist er auch schon. Der Gute ist ein untoter Magier. Und wie untote Magier halt nun mal so sind, legt er sich am liebsten mit lebenden Magiern an. Zum Beispiel diesen Menschen. So, kein Problem. Bei den Gegnern finden wir magische Gegenstände. Zum Beispiel diese Hose. Das ist nachher noch wichtig. Ha, da hat sich tatsächlich ein Gegner hinter dem Zelt versteckt. Das wird jetzt ein bisschen problematisch, denn unser Magier hat nur noch wenige Lebenspunkte. Um sich zu heilen, könnte er sich jetzt einfach auf den Boden setzen und ein Brot essen. Doch die Zeit haben wir leider nicht und nehmen lieber einen Heiltrank. Glück im Unglück, da unser Zauberer bereits ein talentierter Feuermagier ist, hat unser Feuerball den Gegner gerade betäubt und er konnte sich eine Zeit lang nicht wehren. Naja, das hat er nun davon. Unser Magier kann allerdings nicht nur zaubern, sondern hat auch zwei Berufe. Einer davon ist Enchanting. Damit kann er Ausrüstungsgegenständen wie Helmen oder Armbändern magische Eigenschaften verleihen. Hierzu muss er allerdings erst anderen magischen Gegenständen ihre Essenz entziehen. Das haben wir gerade bei der Hose gemacht, die wir eben gefunden haben. Mit der Essenz der Hose
verzaubern wir nun unser Armband und verleihen ihm einen erhöhten Verteidigungsbonus. Na, obwohl, Essenz der Hose, na gut, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber durchaus nützlich, verhilft uns zu guten Ausrüstungsgegenständen und bringt uns manchmal sogar ein bisschen Geld ein, wenn wir die Gegenstände unserer Freunde verzaubern. Im Zweitberuf ist unser Magier Minenarbeiter. Dazu müssen wir die Mine allerdings erstmal von Monstern befreien. Das geht hier mittels Feuerball und einer Frostnova, die den Gegner am Boden festfriert. Jetzt können wir ihn in aller Ruhe mit weiteren Feuerbällen bewerfen. In der Mine finden wir eine Gesteinsader, die wir mit unserer Spitzhacke bearbeiten. Dabei fallen manchmal wertvolle Kupferstücke ab, manchmal auch nur wertlose Steine. Gefundenes Metall können wir an Charaktere verkaufen, die das Schmiedetalent besitzen. Die stellen dann daraus Schwerter oder Rüstungen her. Die Gestaltsadern sind allerdings nicht unendlich ertragreich. Nachdem wir diesen Brocken hier ein paar Mal bearbeitet haben, löst er sich einfach auf. Jetzt müssen wir natürlich schleunigst aus der Höhle verschwinden, bevor die Monster respawnen. Oh je, schon passiert. Na gut, dann entkommen wir eben auf die gute alte magische Art. Die beiden Gegner hinter uns halten wir mit einer Frostnova fest. Den Kerl, der sich hier uns noch in den Weg stellt, verwandeln wir einfach in ein Schaf. So entkommen wir lebend und fit für unsere nächsten Abenteuer. Ja, was denn? Ach, muss das denn jetzt sein? Ach, ich muss hier noch bis Level 39 spielen oder am besten bis Level 40, dann kann ich mir endlich einen Mount kaufen und kann hier mal durch die Gegend reiten. Dafür brauche ich aber noch 100 Gold und muss noch ein paar Quests lösen. Außerdem habe ich die Fertigkeit noch nicht gelernt und muss noch vorher zum Trainer und die Löwen erlegen. Also bitte lasst mich in Ruhe. Das Ding macht so süchtig, ich habe einfach keine Zeit. Tut mir leid.